Guten Morgen Welt, hier bei Manulash und wieder zwei Cooper Hosenscheißer Auftrag heute mit Salim Al Cooper. Ich weiß noch selber nicht, was uns erwartet. Logischerweise. Wir haben jetzt im letzten Part drei neue Händler, sag ich jetzt mal, kennengelernt oder Diebe, die befreit werden sollten. Oh. Ja, er ist auch so ein Drogenjunkie. Könnte sich. Jetzt, warte mal. Schaut euch mal dieses Kamel hier an. Und jetzt hat. Ich stelle ihn nochmal anders hin hier, bitte. Kommt gleich. Noch eine Sekunde warten, bis er sich wieder normal hinstellt. Also es sah echt aus, jetzt. Also wenn man das beides nebeneinander stellt, dann sind das echt schon verdammte Drogen-Junkies. Okay. Schreiten wir mal voran. Hast du was Nettes dabei? Nö. Ja, Flaschen kommen auch noch dran, versprochen. Ja, nee. Au. Du bist gar nicht so schlecht, Exe. Du hast was dabei. Ich raum mal schnell aus. Kohle kann man nämlich wieder ein bisschen gebrauchen. Das wird nämlich nicht... Boah. Wird nicht billiger, um wieder einen Perlenohrring, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann. Genau. Au, das war knapp. Schnecke, Tisch ab. Du entkommst mir nicht. Ja, ich habe einen Auftrag zu tun. Okay, Salim. Wir wissen, dass Dezibel den Panther irgendwo in diesem Turm festhält. Durch den Palast selbst zu gehen, ist so gut wie unmöglich. Zum Glück erspart uns dieses Teppichgeschäft diese Mühe. Ah ja, das ist der Teppichladen Ehrlicher Hassan. Er hat sehr viele Läden, aber so ehrlich ist er nicht, glaub mir. Wirklich, wir haben da mal an dem mit fliegenden Teppichen abgezogen, wo er vorgab. Die Zeit drängt ein bisschen. Schön, war nur vor. Also, laut meiner Diagramme ist der Laden mit dem Turm verbunden. Neben dem Gebäude ist ein Belüftungssystem. Alles, was du tun musst, ist durch die Schächte kriechen, dann kommst du direkt in den Laden. Anschließend kannst du durch den Laden gehen und von dort in den Turm. Bei dir klingt es so einfach. Kriech du mal durch die Schächte, wenn du so alt bist wie ich. Wir sehen uns im Laden wieder. Viel Glück! Naja, so alt bist du jetzt auch noch nicht. So, dann gehen wir mal auf ins zum ehrlichen Hassan. Interagieren. Wir haben ja schon mal einen fliegenden Teppich, glaube ich, gesehen. Oder zumindest, vielleicht kann es auch wegen einer fehlenden Aufnahme gewesen sein, da auf jeden Fall hätte ich einmal so einen fliegenden Teppich da gesehen, wo ich auch hätte aufspringen können. Ich frage mich, ob Bentley mich als nächstes durch Reifen springen lässt. Zuerst greife ich das Seil. Dann drücke ich die R2-Taste und flitze wie der Blitz hoch oder runter. Also, der Teppichladen Ehrlicher Hassan. So, was willst du jetzt halt mit der R2-Taste? Während du an der Stange um Selins Kletter-Cobra zu verwenden. Ja, geht klar, Schnucki. So. Okay. Das hat irgendwie was von Sansaro Games, der Affe, der nicht sieht, der nicht spricht und der nicht hören kann. Und wo kommen wir dahin? Okay, das bringt wieder null. Ui. Muss ich noch gleich mal gucken, ob da noch ein paar Slime-Massen rum. Was ist das? Stylisch. Der Raum passt nicht zu den Plänen. Er muss kürzlich renoviert worden sein. Gib mir einen Moment, das schaue ich mir gerade an. Bei Aladdins Bart. Kennst du nicht Regel 37 aus dem Handbuch für Diebe? Erwarte das Unerwartete, sieh das Unvorhersehbare, berechne das Unberechenbare. Bleib mal locker.
Mein Sonargerät zeigt einen alten Durchgang durch ein Höhlensystem unter dem Boden. Mal sehen. Nutzlastmasse, Einfallswinkel, relative Feuchtigkeit geteilt durch zwei. Ich hab's. Salim, wir müssen den Teppichstapel in der Ecke umschmeißen. Dann reißt er ein Loch in den Boden. Schnurstracks bis hinunter zu den Höhlen. Wir? Für mich sieht's aus, als müsste ich alles machen. Wie wär's, wenn wir nochmal drüber reden, wenn du in den Höhlen bist? So dumm ist der gar nicht, ja? Oh, komme ich da eigentlich wieder hoch? Ja, okay. Mann! Es war wieder so typisch, dass der jetzt dann sich umdreht. Nein. Okay, vergiss die Chance, behalt. Nein, ich will die Kohle haben. Komm bitte, lass jetzt, mach jetzt keinen Scheiß, okay? Mach jetzt. Oh! Skorpionschwanz, 200. Genau, richtig, schön. Okay, dann halt nicht. Wo jetzt lang? Ah, okay. Du gehörst mir! Ja, ich bin heute nicht in Topform. So, das ist unsere Fläche und da gehen wir mal schnell hoch. Naja, klappt der bis jetzt eigentlich ganz gut. Da ist nichts und dann hauen wir das Ding mal runter. Oh, hätte ich bloß eine Wunderlampe, dann wünschte ich, dieser Auftrag wäre vorbei. Wow, was für riesige Diablo-Skorpione. Eklig. Du kannst ihnen aus dem Weg gehen, aber wenn du ihre Bruthügel zerstörst, bist du sie los. Geh weiter, bis du zum Fuß des Turms gelangst. Also ich würde sie natürlich schon gern ausrotten. Ich glaube, die bessere Lösung, aber okay. Darunter springen wir jetzt nicht. Servus, Kakalake. Wie geht's? Oh nein! Ich hab die Hand gerade in. Ja. Also, ich hatte da meine Hand noch nicht drin. Soll ich dir ein paar Skorpione mitbringen, Bente? Die schmecken wie Hühnchen. Nein, danke. Ich bin auf Diät. Was ist in der Truhe drin? Muss ich gucken. Wieder so richtig unnützes Zeug, was keine Sau braucht. Genau, ich hab's gewusst. Ich hab's echt gewusst. Aber da ist einfach die Neugier wieder viel, viel größer als der eigentliche Nutzen dann. Seid froh, dass ich nicht Skyrim Let's Play, sonst wäre das jetzt hier. Das wäre ein Albtraum. Das wäre wahrlich ein Albtraum. Geh weiter, Salim. Der Eingang zum Turm liegt unmittelbar über dir. Nett. Zur Turmspitze kommen. Na klar, klettern. Ich liebe es.
Ich sehe keinen Eingang, aber dieser Hebel sieht sehr vielversprechend aus. Aber sei vorsichtig, schreck ja nicht die Skorpionnester hier drin auf. Naja, die machen wir jetzt einfach schnell kaputt, würde ich mal meinen, oder? So, jetzt Klappe hier. Du bist still. Die Schlangen kann man leider nicht mehr als wieder zurückschicken in ihre... in ihren Topf da. Die kommen wieder. Aber hier befindet sich auch keine Slime-Maske oder sonstiges. Dann, au! Mann! Scheiß Ding. So, einmal Hebel drücken bitte. Genau, zwei müssen ja noch überleben, weil sonst wäre es ja kein Spaß hier. Und eins und zwei und... Jetzt, wo ich mitzähle, ist wieder vorbei. Klar. Wer bist du? Achso, okay. Ich würde jetzt lieber ein Kamel mit drei Höckern reiten. Schaffen wir das? Das packen wir doch locker hier. Ja, komm. Nochmals tausend Dank für diese ausgezeichnete... So, auch keine Slime-Maske. Ah, wollen wir da jetzt... Kann man da durchgehen? Ach, schade. Ah, Slime-Maske. Gesehen, gefunden. Und geholt, wollte ich gerade sagen. Aber keine Sorge, die holen... Sei still. So. Schauen wir uns erstmal, was der hier alles hat. Der hat sicherlich auch was Interessantes. Ah. Okay, erwischen wir auch so. Ja, was machst du? Der renkt seinen Kopf ein und aus. Skorpionschwanz. Wie kommen wir jetzt da durch, Kollegen? Und in Alins Lampe verschwinden. Tschüss. Sehr genial. Finde ich gut. Finde ich gut. Tja, war doch nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Oh, Faken, Mann. Ah. Oh. Kobras in Körbe. Perfektes Geschenk. Es war so klar, dass es nicht beim ersten Mal klappen wird. So. Du hast einen Wunsch frei. Du hast auch einen Wunsch frei. Zu guter Letzt, du bist auch weg. So, das ist Nummer 48. Jawohl. Ja. Die habe ich nicht erlaubt, rauszukommen. Messer und Fallen. Genau das, was ein alter Dieb sehen will. So, einmal nach unten, bitte. Okay. Hä? Waren wir da nicht gerade? Nee. Der Glücksspiel darf sich wenigstens ausruhen. Ja, das kommt schon noch, Alcupa. Keine Sorge. Und hoch und rund. Und eins. Und zwei. Und eins. Und zwei. Und eins.
also sie interagieren. Was mir auffällt, sie lecken in diesem Level, also in der Reihe, gern uns mal die Zunge aus. Sehr nett, muss ich sagen. So, willkommen an der Spitze des Turmes. Tja, schlecht, schlecht. So, leck uns du auch mal die Zunge aus. Eins, zwei, und eins, und zwei. Okay. Ganz easy. Du sei still. Okay, Teppiche kann ich nicht bewegen. Okay, da wird es dann weitergehen. Und ich weiß, ich bin gemein, aber ich lasse euch damit jetzt, bevor wir jetzt da hochgehen, mal in Frieden und verabschiede mich mit einem guten Anwalt. Und ciao, Leute!